Hallo ja, Björn. Hi, da sind wir wieder. Dieser Steuergeräterstecker war drin. Den haben wir abgeschnitten. Ich habe da noch mehr, das kann ich weiter weghalten, damit man überhaupt was sieht. Es sind schon ein paar Kabel, ne? Wir haben uns einige Sachen an unserem alten Golf erstmal bedient rausgeschnitten, genauso wie den Stecker. Der hängt auch schon wieder hier. Das sieht auch schon richtig schön aus, außer das hier. Da machen wir Ende der Woche weiter. Weil das doch ein bisschen freaky war, haben wir hier auch schon alles wieder verbunden und zusammengeferkelt. Das ist nicht ganz unser Ding hier so. Da haben wir über einen Freund einen Bekannten, der heißt Kevin. Ich weiß nicht, ist irgendwie Kevin-Woche. Alle heißen Kevin neuerdings. Auf jeden Fall hilft er uns, weil der hatte echt einen Draht. Das ist ein Freak, was das angeht. Den werdet ihr auch noch sehen, weil der kommt Freitag. Und das haben wir alles mal aus dem Golf rausgeholt, weil wir überlegen, das hier wiederum zu übernehmen. Da müssen wir gucken, wie die Relais belegt sind und. Weil ein paar Kabel sind grundlegend ja doch einfach schon mal anders. Das war so unser größtes Sorgenkind. Wir müssen auch noch drin die Pumpenansteuerung ändern, weil es war ein Sauger, es wird zum Turbo. Das heißt, da ist gar kein Vorsteuergerät drin und. Da fehlen ein paar Kabel, genauso wie was hier an Strom ankommen muss, ist ein bisschen mehr wie am alten Steuergerät, weil wir haben hier irgendwo ein 2,5 Quadrat, das kommt hier aber eigentlich zweimal an. Da ziehen wir noch ein bisschen nach, damit wir nicht mit den dünnen Kabeln weitermachen, dass wir da auf Nummer sicher sind. Plan für heute, sage ich jetzt mal mutigerweise, ist den Motor erstmal wieder schon mal reinzuhängen, weil Ende der Woche wollen wir Kabel weitermachen und wenn alles gut läuft, wollen wir schon mal gucken, ob wir den guten auch anbekommen. Zwischendurch passieren auch noch ein paar Sachen, die werdet ihr sehen, die Benzinpumpen werden wir noch mal tauschen. Wie gesagt, Motor rein, Benzinpumpen. Ich weiß nicht, irgendwie ist das ein Gestückel, ne? Weil wir haben heute was ganz anderes, wir können mal rüber zeigen. Da liegt einfach mal eine ganze Hinterachse. Aber das wird ein separates Video, weil wir werden an der Hinterachse sowie der Vorderachse auch noch mal was ändern. Aber da machen wir ein separates zu. Wir waren ja letztes Mal stehen geblieben, da hatten wir den Motor raus und da hatten wir an unserem R-Motor angefangen, das Getriebe anzuflanschen, weil unser Einmassensprungrad und die Sachs-Kupplung mit der Sintermetall behalten wir ja, war ja alles noch am Motor dran. Wir wollten eigentlich nur das Getriebe mal eben dran machen, ging nicht, weil die Ölrücklaufleitung war im Weg, weil wir hatten ja nicht die Rücklaufleitung vom Allrad, die läuft jetzt ein bisschen anders, weil hier hinten das Verteilergetriebe alles sitzt. Jetzt haben wir die ja umgebaut, deswegen ist der Motor soweit erstmal fertig zum Einbau. Und das wollen wir jetzt machen, hier schon mal reinhängen und mal wieder zusammenstückeln, ne? Das machen wir jetzt. Sieht er? Ja, fahr ich weiter. Ja, fahr mit. Guck, ist doch schon drin. Passt. Fertig. Fertig. Das hier ist, man weiß es nicht so genau. Achso, dann leg den mal weg. Temperaturfuzzi ist das, glaube ich, der kommt noch hier. Weiter. Ein ganzes Stückchen. Mir aber noch nicht. Stückchen vor. Ich muss noch einen ganzen hier rüber. Jetzt kommen wir noch weiter nach hinten. Mit die Schaltseile doch mal eben. Passt das denn mit der Bremse unten wieder? Warte mal hier so. Noch ein Stück. Dann machen wir ein Stückchen runter. Stopp. Gut. Jetzt kommt nämlich. Achso, das ist nicht drin, das bewegt sich auch noch ein bisschen. Ich könnte noch ein Stückchen hier runter. So. Echt? Stückchen, noch ein Stückchen. Stückchen für Stückchen kommt das neue Herzerl rein. Und woran hängt es jetzt gerade noch? Noch hängt es am Haken und natürlich muss man gucken, dass das... Schlaumeier. Du hast gefragt. Genau, wenn dumme Fragen stellt. Nein, müssen natürlich gucken, dass sich jetzt die Motorlager am Langlöcher, dass das Ding, das ist der Motor, da relativ spannungsfrei drin sitzt. Und wie gesagt, bei mir sieht das echt schön aus. Ich habe eine Schraube mehr und bei mir ist das sehr spannend. So. Schon ist aus dem R32 ein GTI geworden. R32 Vierzylinder. Ein R20 eigentlich jetzt, ne? Jetzt haben wir einen Golf R20, Golf 5 R20 geschaffen. R20T Formotion. Und gibt es schon irgendwas Interessantes zu sagen? Interessant ist halt immer noch für viele, dass halt die Karosse eigentlich relativ gleich ist. Das heißt, die Motorhalter, ne, die haben wir jetzt klar, die haben wir neu gemacht, aber das juckt die Motorhalter nicht, ob da jetzt ein R32 Motor drin hängt oder ein GTI Motor. Das könnt ihr einfach so umbauen. Dafür ist diese Golfplattform einfach gleich, egal ob das jetzt R32 ist oder ob das, ich glaube sogar beim Diesel ist die Karosse auch gleich. Das wäre alles gleich gewesen. Das ist bestimmt interessant, oder? Ja. Wusstest du das? Nein, natürlich nicht. Siehst du? Ja, jetzt machen wir die ersten Anschlüsse dran, alle Kabel, die wir schon so dran machen können. Klimaleitung, Wasserleitung und dann geht's weiter mit dem Schlussträger. Kuli, weiter geht's. Flutschi, flutschi, flutschi de.
das jetzt ein anderer Wasserkühler? Den hatte der so nicht. Das ist ein Zusatzwasserkühler, den der Golf Air auch Serie besitzt. Aber ein R32 nicht. Aber die ganzen Befestigungspunkte sind auch da, weil, wie Dorian schon sagte, ist das einfach eine Baukastenplattform. Das heißt, wir brauchen hier gar nichts neu erfinden. Einfach in Anführungsstrichen nur zusammenschrauben. Das ist ein ganz schön großes Puzzle.